Einen wunderschönen guten, meine Lieben, beim DSV. Mein Name ist Krepant und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu League of Pirates. Ich hatte euch letzte Folge hier ganz gemein beim Cliffhanger hängen lassen. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Händler wollen. If we are talking, it means I have a proposal that will interest all parties involved. Schade. You are interested, no? Die haben zwar einen Vorschlag, aber ich kann leider nicht sehen, was es ist. Aber ich nehme es trotzdem, weil jedes Schiff steht. Was bist du? Eine Fregatte und das ist eine Bark. Ah, ich habe eine Fregatte geschenkt bekommen. Schön! Damit haben wir Nummer 2. Steht das eigentlich mit den Piraten oder habe ich immer noch? Gut, da ich sowieso weiß, was ich will, nehme ich die Dame noch. Okay. Geh die eine hin. Da kannst du ruhig mal einen Angriff versuchen. Das wird ihr nicht bekommen. Das sage ich dir jetzt schon. Da war eine Fregatte für. Okay. Das ist eine Barke. Mittlerweile sieht man eigentlich schon, dass das so kleine Ruderboote sind. Da kommt eine Fregatte. Welche Richtung willst du? Du willst hier hoch, das heißt, ich könnte dich hier oben wieder abfangen. So. Und dann einmal bitte hier hin. Wir müssen die andere Fregatte abfangen, dass wir wenigstens 3 Fregatten haben. Das wäre ein Träumchen, wäre das. Und mit den 3 Fregatten könnten wir es dann auch Tatsache schon hier mit diesen Sauhaufen aufnehmen. Weil die Menno war, ja okay, 1034, ich glaube, das tut ein bisschen sehr weh. Da gehen wir gerade mal 200, also, ja, schwierig. Ich würde auch am liebsten mal eine Menno war bauen, aber nein. Gut, wie sieht denn unsere Rohstoffe aus? Hanf ist abgeraucht. Das ist jetzt ungünstig. Aber auch nur deshalb, weil hier natürlich auch ein Depp wieder vergessen hat, das hier, Moment, das mache ich nochmal weg. Ja, schade, dass man das nicht verschieben kann, aber okay. Seine Reihe. Gut. Ja, dann machen wir die Ecke hier noch voll. Und dann passt das Ganze. Wunderbar. Okay, jetzt müssten auf jeden Fall die ganzen Hanf wieder hochgehen. Was haben wir hier noch? Zucker hätten wir hier auch noch mal im Gebot, aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Fisch nicht, Wildschwein nicht, Baumwolle hätten wir noch. Aber da haben wir auch noch mehr als genug. Und Tabak, das haben wir noch gar nicht. Gut, hier bräuchte man noch ein Messingwerk und das müsste dann da und da. Okay. Auf dem Messingwerk brauchen wir ja eigentlich Zink und Kupfer. Aber wir produzieren jetzt endlich mal ein bisschen Piment. Also Farbstoffe. Gut. Das sind die Pigmente, das sind Farbstoffe. Entschuldigt. Cape Cod. Wo ist er? Da ist er. Und da drunter noch eine. Gleich 2. Schön. Das lassen wir doch nicht zweimal sagen. Die 2, die werden auf Grund gesetzt. Kommt, Mädels. Okay, wir sind da. Rickard ist auch da. Leute, sammeln, sortieren, wie auch immer. Werdet fertig. Und stopp. Hört auf rumzujaulen und geht an die Schütze.
So, und das und die andere Fregatte, die brauche ich Gott sei Dank noch ein bisschen, ist sie hier oben ist. Das heißt, ich kann hier erstmal alles drauf feuern. Was ich allerdings schade finde, dass die Fregatte keinen sinnvollen Angriff hat, sondern nur sowas Passives wie Schiffe fahren schneller. Ja, super. Alles weg. Gut, da brauche ich mir aber ehrlich gesagt keine Gedanken machen. Das Schlimme wird jetzt das hier werden, weil ich keine Spezialfähigkeiten habe. Okay. Und 4 Kanonen. Naja. Das ist wenig, aber besser ist gar nichts. So. Das ist das. Oh. Gut, okay, ja. Sehe ich ein. So, seht ihr, und jetzt haben wir wieder 120 plus auf einmal, obwohl ich ja nichts großartig geändert habe. Wie sieht es hier jetzt aus? Ah, Leben kommt endlich mal rein. Haben wir noch? Ja, haben wir. Jetzt können wir hier eigentlich... Was seid ihr für welche? 75 von denen. Okay, das heißt... wir nehmen hier mal... Eins zum Aufwerten. Danke fürs Hängen. Gut. Dann können wir hier nämlich nochmal eine Farbmühle hindübeln. Achso. Also hier sind Gefechte und Kämpfe, von denen weiß ich gar nichts. Ja, ihr seht, selbst mit einer Bark kommt die hier nicht an. Das Was ist sowas? Dann kommt das auch in einen Topf. Ja. Eine Brigadine, ne? Die bringt mir jetzt herzlich wenig. Auch in einen Topf. Was fehlt da schon wieder? Krabben haben wir. Moment. Wildschweinchen haben wir. Und Kartoffeln haben wir. Das heißt, das wird eigentlich nur das Kochhaus. Moment. Hat mir ja schon mal hier was vorbereitet. Wieso ist das Baugebiet gesperrt? Das ist jetzt gar ungünstig. Gut, dann müssen wir es halt hier unten übeln. So. Damit die nicht so weit latschen müssen, backen wir hier unten nochmal ein Depot hin. Und zwar da. Dann haben die kürzere Wege. So, hier ist noch eine Salzmine. Okay. Ja. Das ist, wenn ihr natürlich 75 Sachen einen Topf mit einmal futtert. So, die Kerzen, die machen mir jetzt ehrlich gesagt weniger Sorgen. Die Kleidung macht mir gerade wieder. Baumwolle haben wir noch. Das heißt, wir machen hier nochmal zwei Nähereien hin. Eins. Wo? Dann Kerzenmacher fehlt noch einmal. Moment. Ja, Kerzenmacher, Fische kriegen wir zusammen. Medizin. Ja, ich weiß nicht, wie viele Aloe Vera Pressen ich noch machen soll. Keine Ahnung. Die kosten ja auch eine Menge an Material, die jedes Mal fahren. Da patsche ich jetzt mal hier drei hin, in der Hoffnung, dass das dann irgendwann mal reicht. So. Bauen wir es dahin oder bauen wir es dahin? Wenn wir hier aber schon eins hingeklatscht haben, würde ich sagen, wir bauen es hier hin. Gut. Jetzt brauchen wir wieder Fachkräfte.
Gut, wir müssen jetzt praktisch die 1 zu 2. Gut. Die machen wir mal hoch. Dann müssen wir die einmal upgraden. Genau. Die. Jupp. Und gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall gut aus in die Richtung, in die wir jetzt gehen. Was wir allerdings jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, gucken, dass wir hier wirklich jetzt überall wieder dazu kriegen. Achso, ja, okay. Hier war ich gerade auf dem Weg zur Reparatur. Ja gut. Hier ist jetzt nichts Interessantes durchgefahren. 26 reicht nicht. Dafür brauchen wir 30. Gut. Personal erreicht. Muss noch ins Zeug rankommen. Oh mein Leute, das ist ein Hütchen und ein Stückchen spät, das ist der Wahnsinn. Und wir haben mittlerweile 12.500 Leute, Bima Frosch. Na, seht ihr? Jetzt geht das in eine Richtung, das ist ganz eigenartig. Okay, seid ihr voll? Nö. Weil hier ein Haufen Zeug fehlt. Wie zum Beispiel die verdammte Medizin, die ich einfach nicht hochkriege. Wie viele von diesen dämlichen Pressen soll ich noch bauen? Ich meine, Aloe Vera haben wir 70. Also langsam nimmt das Ausmaß an, die nicht mehr lustig sind. Ja, das Problem ist, hier kriegen wir leider keine Wohnhäuser mehr hin. Hier ist auch alles zu. Ich habe schon zwischendurch immer mal geguckt, aber hier noch Häuser hinzupacken, das wird schwierig. Na gut, das ging immer noch, aber dann hört es auch wirklich auf. Ja, hier kann ich nicht hier machen. Hier geht's auch nicht. Nö. Gut, mittendrin ist auch kein Platz mehr. Das muss dann wohl reichen. Moment. Dann machen wir die hier nochmal hoch. Gucken wir mal, ob das dann reicht. 2, 4, 6. Dürfte nicht ganz reichen. Eigentlich, das geht in einer Geschwindigkeit nach oben, das ist Wahnsinn. Wird man das eine hier noch auf? Ne, kann nicht aufgewertet werden. Was fehlt hier schon wieder? Will ich das Haus, ich will das Haus, mein Lieben. Hat die dämliche Medizin fehlt. Warum werden das immer mehr statt weniger? Das waren zu viele. Ich habe gerade mal 4 Häuser zur Auswahl. 3 Händler verfügbar. Okay. Let us make a trade that benefits both parties, yes? Nee, danke. Die Wildschweine brauche ich selber, mein Lieber. Gut. Was ist das bitte für ein Witz? Das wird immer mehr statt weniger. Und das, obwohl ich nichts baue. Sie wird mich doch gerade veräppeln, oder? Gut, Salz brauchen wir hier eigentlich momentan nicht. Wir haben ja keine Pökelei oder so, ne? Das heißt, ich kann das Gebäude erstmal pausieren. Machen wir hier mal auf 0. Moment. Gut.
Dann machen wir hier auf 6. Das sind wahrscheinlich die Leute, die dann hier durchgehen. Gut. Müsste es eigentlich wieder hochgehen. Aber ich kann hier nicht noch mehr auslagern. This proposal comes directly from my husband. Schon ein paar Bretter, 12.000, warum nicht? Nehme ich. Jetzt geht auch langsam Dings hoch. Schön. 82. Jetzt steigen auch die hier wieder. Das, ich sage ja, das ist so unübersichtlich hier, Stellmeiser. Und so starken Schwankungen ausgelegt. So, das müsste aber jetzt reichen. Was ist jetzt eigentlich? Rick, ich darf nicht verpassen, immer hier mal nachzugucken, wegen den Schiffen. Schlacht, was? Ach, das Ding. Okay. Tut euch aus, Jungs. Gut, aber bis auf den sauren Eintopf geht alles in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir noch den Fleischer hochbekommen. Dazu würde ich aber sagen, gehen wir auf Skull Island, weil hier haben wir auf jeden Fall noch weitaus mehr Platz, um hier noch Industrie aufzubauen. Ich denke mal, das ist die vernünftige Lösung. Wildschweine haben wir noch 66. Tendenz stabil. Das ist natürlich ungünstig. 1, 2, 3. Dann bekommt ihr noch einen Weg. Gut, hier habe ich wieder Mist gebaut, wie immer. Gut. Dann müsste auch Schweinefleisch hochgehen. Seile gehen hoch, Rum geht hoch. Gepökeltes Fleisch lasse ich erst einmal. Müssten wir eigentlich machen. Habe ich aber momentan absolut keine Materialien dafür. Weil die Schweine gehen jetzt aber einmal schlagartig runter. Wo haben wir noch Wildschweine? Hier, wie sieht es hier aus, Pantaloon? Habt ihr hier noch die Möglichkeit zu jagen? Ja, haben sie, und zwar hier. Einmal hier und nochmal die Sachen hier oben nochmal. Und hier hinten bringt nichts, ne? Nee. Schade. Obwohl, machen wir doch da in die Richtung. Weil wir brauchen hier hinten ja auch noch ein Depot. Gut. Hier hinten haben wir noch ein paar Jagdhütten. Moment. Ich guck mal, vielleicht haben wir ja Glück, dass wir hier hinten noch einen hinbekommen. Ja. Eine bekommen wir auf jeden Fall noch hin. Gut. Da haben wir das, da haben wir das. Baumwolle sieht gut aus. Schweine müssen wir dann gucken. Ansonsten muss ich hier auch noch Schweine machen. Wünsche. 1. 2. 3. Ich denke mal, das wird wohl erstmal reichen. Weiter finde ich jetzt auch schon die Leute dazu. Gut. Depot noch hin. So, da gucken wir mal nach den Leuten. Was bist du eigentlich? Ah. Dann müssen wir uns hier was einfallen lassen. Aufwerten. Wir brauchen Stufe 2. Ja, und schon haben wir das Problem. Wir können hier nicht so viel aufwerten, wie ich gerne möchte. Eieiei. Das müsste aber reichen. 59.
Na komm, Kinders. Muss ich erstmal warten, bis sie alles so ein bisschen eingependelt hat. Ja, und schon nochmal das Problem, dass die Wildschweine natürlich. Ja, Medizin, Wildschweine, ne? Da guckt mal eins wieder raus. Ja. Okay. Dann haben wir das. Ja, Medizin ist klar. Aloe Vera Saft kriegt man auch nicht rein. Hanf steigt schon mal gut. Fett, ja, ist relativ niedrig. Wie sieht es jetzt eigentlich mit den Farbstoffen aus? Haben wir da jetzt endlich mal welchen? 17 Stück. Eigentlich auch ein Witz, wenn man so nimmt, aber naja. Gut. Gucken wir nochmal nach den Schiffchen, die hier rum sind. Eine Bark. Danke fürs. Eine Brigandine. Eine Bark. Und noch eine Bark. Ja. Bark ist Bark, wollen wir nicht. Wir wollen stattdessen noch einmal gucken ins Bauen. Eine Zinkmine. Kann ich die hinpatschen? Gut, dann ist hier erstmal Kupfer dran und dann brauchen wir noch Zink. Zink war. Wo bitte war Zink? Okay. Ich weiß, auf der Insel gab es Zink. Die Frage ist jetzt bloß wieder wo. Na? Miez, 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 miez. Wo ist das böse Zink? Ach, Zink habe ich schon. Bin bloß alt und dement und hab's vergessen. Gut. Ich warte jetzt mal ab, bis wir genügend Farbstoff haben für die Messingwerke und für fürs Astrolabium, also sprich, bis wir 20 zusammen haben, lass ich es einfach mal nebenher laufen. Und dann, ja, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Wie wir dann so wahrscheinlich so langsam Richtung Ende kommen, werden wir sehen. Also, ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei wärt. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.